Herzlich willkommen zu einem neuen Trinkabenteuer aus der Boilermann Bar am Eppendörfer Weg in Hamburg. Und heute geht es um Wodka. Um einen großen Wodka-Klassiker, der echt viel vergessen wurde. Der Salty Dog. Salty Dog ist eigentlich sehr einfach. Man nimmt Wodka, man nimmt ein ganz wenig feinen Salzrand an das Glas, gibt vorsichtig Eis, sozusagen ohne den Salzrand zu zerstören, in das Glas und füllt es bitte mit nicht zu viel geilem Grapefruitsaft auf. Ich glaube, dass es hier wirklich ein großer Vorteil ist, wenn man Pink Grapefruit nimmt, weil das noch deutlich smoother wird. Und man hat eigentlich so eine geile Frühstücks... Ich sag mal, es sieht aus wie ein nicer Grapefruit zum Frühstück und es hat diese schöne Portion Wodka. Das ist eigentlich ein Salty Dog. Tatsächlich haben wir über Klassiker nachgedacht in der Highball Bar, Boilermann Bar, und haben uns überlegt, wie können wir denn ein Salty Dog verhighballen? Haben ein bisschen rumgespielt. Können wir ein Salty Dog Highball servieren? Eigentlich wären Highballs ja oft mit Carbonated Fillers. Haben ein bisschen rumprobiert. Wie gesagt, Wodka, Pink Grapefruit, ein Pinch Salz funktioniert wirklich sehr gut. Salzrand finde ich übrigens immer sehr gefährlich, weil es oft dann schnell zu salzig wird, aber muss man wissen. Aber dann haben wir nachgedacht. Heller Moment. Wir haben uns überlegt, Moment mal, wir könnten ja auch einen Carbonated Pink Grapefruit Filler nehmen. Und dieser kleine Schnuffel ist natürlich sowieso mittlerweile ein großes Trinkvergnügen. Also bei uns in der Bar ein wirklich oft benutzter Filler. Und ich glaube auch für die Hausbar dank Paloma und viele anderer kleiner Schweinereien ein absoluter Gewinn. Und wir haben uns überlegt, wir machen einen Salty Dog mit Wodka und einfach diesem Filler. Und vielleicht so einer Pinch Salt. Vielleicht ein bisschen Lime Juice, denn das kennen wir ja von der Paloma, dass das einfach extrem gut funktioniert. So ein ganz bisschen frische Limette noch in den Drink. Und dann haben wir uns überlegt, dann haben wir doch einen Salty Dog Highball. Das ist doch geil, oder? Und dann haben wir ihn probiert und haben gesagt, das ist ganz lecker. Aber für geil fehlt noch was. Und jetzt wird's weird. Denn wir haben tatsächlich einfach, wir haben so für das neue Boilermann-Menü, haben wir einfach große Klassiker runtergeschrieben, die so ein bisschen vergessen wurden. Und da stand irgendwo auch der Pornstar Martini. Und der Pornstar Martini ist natürlich ein geiler Drink. Aber der ist auch schwer und irgendwie schmeckt er oft künstlich und scheiße. Und man trinkt ihn sehr selten wirklich gut. Er lebt einfach von dem Namen und von dem Fame. Und er kann auch gut sein. Bitte nicht missverstehen. Aber nur wenn man über Pornstar Martini ernsthaft nachdenkt, muss man natürlich über etwas nachdenken, was vielleicht dem einen oder anderen von uns erstmal verunsichern mag. Denn es ist eine sehr spezielle Flasche. Passoa. Passoa ist ja die Maracuja Passion Fruit Bombe. Hier steht drauf, with natural passion fruit. Naja, das ist mir nicht so ganz. Die aus dem, steht sogar hier drauf, aus dem Pornstar Martini, ein Pornstar Martini Mix in dem Shaker. 5 cl Passoa, Alter, 2 cl Vanille-Wodka, 2 cl Lemon Juice. Ich weiß nicht, würde ich nicht sagen. Außerdem haben sie den Champagner-Shaker vergessen. Das Rezept hinten würde ich einfach mal abreißen. Kriege ich jetzt nicht hin, egal. Es geht dennoch um Passoa. Irgendwie haben wir hier gesessen und rumgespielt und haben dann so gedacht, okay, wenn wir einen Salty Dog Highball machen, vielleicht geben wir noch so ein bisschen Touch, weil das geht auch geil in die Farbe, die wir haben wollen. Und vielleicht nochmal so ein... Wir können ja eh machen, was wir wollen. Das Lustige ist ja, es ist ja kein Salty Dog. Sobald wir einen Highball davon machen und es nicht Salty Dog nennen, haben wir doch was viel Geileres. So, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die polnische Kartoffel genommen, Vestal, ein extrem smoother, leckerer und tatsächlich auch sehr affordable polnischer Mega-Wodka und haben davon 3 cl gut geschenkt in dieses vorbereitete Highball-Glas gegeben. Dann haben wir 1 cl. Erkennt ihr die Farbe? Pinky Pinkersen haben wir 1 cl hineingegeben. Dann haben wir Paloma-Style ein bisschen frische Limette da reingequetscht, so ein Achtel rein. Haben das göttliche Thomas Henry Pink Grapefruit geöffnet. Haben es, während wir den Blenderbecher beiseite stellen, in die Kamera schauen. Ach nee, wir haben ja Gäste. Haben wir es so ganz smooth drauflaufen lassen.
und gehofft, dass wir nicht überschütten. Haben es heimlich wieder zurückgestellt. Haben einen sehr eleganten kleinen Barlöffel genommen, der extra für unser Highball-Gläser quasi ist, damit man nochmal umrühren kann. Denn wir wollen ja nicht nur oben die Pink, wir wollen ja auch den Alkohol haben. Da kann man jetzt drüber nachdenken, ob man es vorher macht oder zum Schluss. Wir haben eine saline Lösung, einfach Salz im Wasser aufgelöst und sprühen das so ein bisschen auf den Drink, damit es ein bisschen salzig wird. Man kann es auch vorher reingeben, also oben on top. Und nehmen dann nochmal so eine kleine Wedge und legen das drauf. Und was wir jetzt haben, ist ein sehr gut gehender Highball aus der Boilerman Bar. Und das ist der Salty Doggy Style. Keine Salty Dog, dafür hat es nicht gereicht, aber es ist ein Salty Doggy Style. Cheers. Was soll ich sagen? Es ist lecker. Übrigens, ich habe euch das jetzt mal gemacht, wie wir das für zu Hause vielleicht machen würden. In der Boilerman bearbeiten wir ein bisschen anders. Wir haben den Dry Blend kreiert. Weil es gab früher mal den Hard Shake, aber wir waren mehr so die Lazy MFs. 3CL. Passoa 1CL. In unseren Hamilton Beach. Und dann, jetzt muss man, entweder muss man ein harter Boilerman sein oder ich messe es mal ab für euch. 98L, also wir machen es frei Hand, weil wir es mittlerweile können und wissen, was so die Menge ist. Aber ich mache jetzt mal so 8CL, das war ein Hauch zu viel. So, und was wir jetzt machen, und da einige denken, was, die Kohlensäure und so, glaubt mir, ihr müsst es mal ausprobieren, es wird noch ein bisschen eleganter, es schmeckt gleich ein bisschen anders. Achso, wir haben die Limette vergessen. Ich könnte hier jetzt mal den, so, warte mal. Na, machen wir ordentlich, Meier. Mach ich doch. Ein bisschen Limettensaft. So. Dry Shake heißt, Dry Blend. Habe ich Dry Shake? Dry Blend, Bottom ist da. Dry Blend steht in unseren Rezepten oft für die Bartender hier und Bartenderin. Das heißt eine Sekunde. Das war's. Oh mein Gott, der Schaum. Entspannt euch. Er schmeckt eh geiler. Zack. So würden wir den Drink in der Boilerman Bar machen. Wenn man ihn nicht zu Hause macht. Aber wir haben ja auch so ein Ding hier stehen. Cheers. Cheers. Salty Doggy Style. Das war das eine unserer neuen Highballs. Vielleicht wer zu Hause schon mal eine Flasche Passoa riskiert hat. Weiß jetzt, was man damit machen kann, ist auf jeden Fall ein ganz entspannter Nachmittags-Wodka, easygoing Sipper. Ist jetzt nicht so, hey, krasse Alkoholaromen, ist ja auch Wodka-neutral in Anführungsstrichen. Hier geht es wirklich um ja so einen lässigen Nachmittags-Trinkspaß oder früher Abend oder einfach, es ist ja am Ende des Tages auch nicht so riesig alkoholisch, also 13, ja, natürlich Wodka ist auch schon was, aber kann man mal so schnell trinken und es ist wirklich natürlich fruchtbetont und durch die Pink Grapefruit auch ganz lecker. Also, Salty Doggy Style. Probiert's nach, hier sind noch ein paar Trinkabenteuer. Bis dahin, tschüss.